Gräußchen mit den Ehren Fred von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen, Johannes Kapitel 7, 40 durch 53, wo das so sein wird. Viele nun aus der Volksmenge, die diese Worte hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sprachen, soll Christus aus Galiläa kommen? Hat nicht die Schrift gesagt, dass aus der Nachkommenschaft Davids und aus dem Orte Bethlehem, wo David war, der Christus komme? So entstand eine Zwietracht seinetwegen in der Volksmenge. Es wollten aber etliche ihm greifen, aber niemand legte die Hand an ihm. Die Knechte kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, es hat nie ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr dann auch verführt? Hat denn irgendein Oberster eurer Pharisäer an ihn geglaubt? Aber dieses Volk, das nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht. Sprach sie ihnen Nikodemus, der benach sie ihnen gekommen war, welcher einer von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz ein Mensch, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Und denn jeder ging nach seinem Hause. Viele wurde Teuharschen deuten, die wir nun davon ganz überführt, dass Jesus der Prophet wird, der von den 5. Mose 18 all der Red wird. Andere werden sogar wirklich untererkennen Jesus, dass er der Christus wird, dass er der Messias wird. Doch einige meinten, dass es anmählich wird. Sie glaubten, dass Jesus in Nazareth in Galiläa kommen wird. Und da gab keine Prophezeiung im Alten Testament, dass der Christus in Galiläa kommen wird. Diese Juden hatten Recht, wenn sie der Meinung wären, dass der Christus in Bethlehem, dem Dorf, kommen und von David herkommen soll. Wenn sie sich jedoch über die Mehr gemerkt hatten, Note forschen, dann hatten sie dort rückgefangen, dass Jesus in der Tod in Bethlehem geboren und durch Maria ein ganz direkter Nachkommen David wäre. Wegen dieser verschiedenen Meinungen und wegen ihren allgemeinen Anweiten entstünden nun am Sinshofen durch eine Spaltung in der Volksmenge. Das ist auch von dir noch so. Wegen Christus trennen sich die Menschen. Einige sagen, er ist bloß ein Mensch, es ist wie sind. Andere würden reue Tote geben, dass er die Ratste von allen Menschen wäre. Doch diejenigen, die das Wort Gottes glauben, die wollten, dass er Christus ist, über allem Gott gepriesen in Ewigkeit. Immer noch versucht man, Jesus vorzunehmen, doch kein Erfolg. Solange ein Mensch im Willen Gottes lebt, kann ihm keine Macht ab ihr daran hindern. Wir sind sozusagen unsterblich, bald wir unsere Abgabe erfüllt haben, für die der Herr Jesus wird diese Zeit auch nicht gekommen. Und du werden können die Menschen nicht der Hand an ihm leihen. Wir hatten die Pharisäer deiner Rüte gescheit, um Jesus vorzunehmen. Die Deiner wären zurückgekommen, aber ohne dem Jesus. Die Hohenpriester und Pharisäer wären abgebracht und früher die Deiner. Warum haben sie ihn nicht mitgebracht? Und hier wären nun sündige Menschen, mussten wären nun gezwungen, so zu sein, für Jesus ein positives Zeugnis aufzuleihen, auch wenn sie das selbst nicht mal an ihm glauben deuten. Er beachtenswert hier, der wären so, kein Mal haben wir einen Mensch so reden, wie Jesus dieser. Ganz zweifellos haben diese Deiner und viele Menschen in ihrem Leben reden gehört. Doch keinmal haben sie einen so mit Vollmacht, Gnade und Weisheit reden gehört. Die Pharisäer deklärten nun diese Deiner an. Sie wären verführt geworden, denn sie wollen die Deiner einschüchtern. Sie erinnerten ihnen an, dass keiner von den Burschen von den Jüden an Jesus glauben würde. Was für eine furchtbare Aussage. Sie haben sich doch schämen sollt, dass der lebende Mann von den Feinden Messias nicht anerkannten, als er kommen deut. Diese Pharisäer, die bleiben nicht bloß selbst hier über dem Herrn Jesus in Arm glauben, sondern dass wir klar, dass sie auch nicht wollen, dass andere an Arm glauben deuten. Und so ist er auch noch von dir. Viele werden selbst nicht errat worden, und dann alles in ihrer Macht, die Stunde an ihre Verwandte und Freunde, kreit so von, du von weich der Höhlen. Das ist so schuld. Hier reden die Pharisäer, oder reden die Pharisäer von dem meisten Ange hier von dem jüdischen Volk, als Anweitende in Verfluchten sei sei. Das wie ihre Argumentation hier, die würden die gewöhnliche Lied erkennen, dass Jesus nicht der Messias wäre, wenn sie überhaupt
nicht über die Schrift wissen. Ab schlimmere Weg können die Pharisäer nicht abgeruhen, als wo sie buhen wären. An diesem Punkt, dann redet Nikodemus die Ernte. Hei wie der Jan, der binnen nach nach Jesus gekommen, wie er durch ihr Lied hat, dass Momus wahre geboren sind. Und dort schien so, dass Nikodemus sich wirklich dem Herrn Jesus anvertraut hat und gerat worden ist. Hier jedenfalls tritt er durch einen, er steht an, mit unter diese Bursche von den Juden, um seinen Herrn zu verteidigen. Nikodemus, er sagt, dass die Juden Jesus keine Chance gegeben haben. Das jüdische Gesetz verurteilt einen Mensch nicht, euer er vorher von Ernte hiert worden wir und erkannt hat, was er deut. Euer er in einen Prozess nennt genommen wird. Doch kriegt er deuten diese jüdische Führer schon an diesem Punkt. Hatten sie Angst vor die Tatsachen und die Antwort wir, dass das Krieg der Fall wir, sie hatten Angst. Nu drehen die alle Iuen sich sozusagen gegen Nikodemus. Spottisch frühen sie an, ob Heukel einer von Jesus in den Nufallen in Galiläa wäre. Wisst ihr nicht, dass nur im Alten Testament kein Prophet in Galiläa kommen deut? Damit wissen sie natürlich, war er einmal er Antworten hat. Hatten sie keinmal von Jona gelesen, er kommt in Galiläa. Dort lob Hüttenfest wird zu eng, die Menschen gingen drin Hüß, einige von ihnen hatten den Heiland selbst gesäunen, am angenommen, doch die meisten hatten am oft gelehnt. Und die Leider von der jüdische Volk, die wären noch entschlotener als jemals euer Arm dort zu merken. Sie wären von der Überzeugung, dass er eine Gefahr für die Religion und für ihre Lebensführung wir. Wer ist das von dir? Haben wir eine Freude, an wir Menschen geraten wurden? Oder holen wir Menschen drei, dass sie nicht geraten wurden? Hier wir eine Gruppe Menschen, die deuten alles, was sie können, dass Menschen nicht sollen geraten wurden. Kann das von dir sein, dass uns das steht, wenn Menschen zur Bibel stehen fahren? Oder wenn Menschen mit dem Gottesdienst fahren? Weil wir Leute unserem Herrn Jesus treu sind und in der Gemeinschaft mit den Gläubigen die Menschen Mut machen, dort zu sein, damit wir geraten wurden und dass wir ein geheiligtes Leben führen. Weil wir noch dort beten. Lieber Herr Jesus, danke für dein Wort. Help uns zu ändern, dass wir einmal die Gemeinschaft mit dir verloten und die Gemeinschaft unter den Gläubigen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.